Hallihallo, ihr Lieben, da bin ich wieder, die ungeschminkte Wahrheit. Heute ist Mittwoch, heute habe ich frei und nachdem ich ja in meinem Urlaub sehr videoproduktiv war, hat mich jetzt die Arbeitswelt wieder. Aber heute Morgen dachte ich mir, Leute, ich war jagen, ich habe Beute gemacht und die möchte ich euch zeigen. Und deswegen, ihr wisst ja, am Mittwoch ist immer nicht so ganz Full Face, sondern eher Auge und ein bisschen Teint. Und passend zu dem Thema habe ich mir was Neues gekauft. Ich trage jetzt erstmal Primer auf, das ist der von Smashbox. Der leert sich langsam, aber ich habe mich wieder spontan neu verliebt. Am Anfang habe ich den viel benutzt. Diesen hier, das ist der 24-Hour Photo Finish Primer. In dieser kleinen, also nicht, Aluminiumverpackung oder was das ist, nehme ich ganz wenig und tue mir das auf die Augen, weil die Lidschatten, die ich heute benutze, die werden auch ohne Primer halten, auf jeden Fall. Aber ich möchte einfach einen Primer benutzen, weil erstens wird er nicht besser, je älter wird, und zweitens, habe ich da eine bessere Base. Ja, ist doch immer wieder schön, wieder auf der Arbeit anzukommen. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich, ja doch, also Montag und Dienstag waren bis jetzt gut. Montag war ein bisschen stressig, so, ne? Aber wir müssen uns jetzt halt alle dran gewöhnen. Eine meiner Mitarbeiterinnen ist nicht mehr da, beziehungsweise die hat sich dazu entschlossen, woanders zu arbeiten, also in einem anderen Salon unserer Firma. Und dadurch muss man sich halt, das Team muss sich ein bisschen neu formieren, aber soweit klappt das echt gut, harmoniert ganz gut. Ist klar, am Anfang werden dann nochmal die Hackordnung quasi nochmal neu gesteckt, also nicht bei mir jetzt. Ich glaube, ich habe ein bisschen Primer in die Augenbrauen gekriegt, meine Softbox ist schief. Schieb die mal ein bisschen rüber. Sie will nicht. Bleib da. Jetzt habe ich einen Schatten auf der Seite vom Gesicht. Also, ich habe Primer auf die Augenbrauen gekriegt. Jetzt sind die ein bisschen dunkel, aber egal. Macht ja nichts. Naja, und da muss man sich halt erstmal alles ein bisschen neu finden und so, aber. Ja, wir kriegen das hin. Also wir sind ja ein Team, was jetzt schon sich ein bisschen länger formiert und ja, wir harmonieren eigentlich alle ganz gut. Ja. Jetzt geht die Saison auch langsam zu Ende bei uns, beziehungsweise die Herbstsaison fängt dann demnächst auch mal an. Herbstferien sind, glaube ich, irgendwann 3 Wochen oder so im Oktober, also wenn man jetzt auf ganz Deutschland rechnet. Das ist ja nicht nur die Schleswig-Holsteiner, wir haben ja auch viele Nordrhein-Westfalen in Timmendorfer Strand und viele Bayern und Hessen und Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, also aus ganz Deutschland. Also der Timmendorfer Strand ist nach wie vor einer der Urlaubsorte in Deutschland, habe ich so das Gefühl. Und das Wetter war gestern und vorgestern super schön und das Wochenende war auch noch schön. Jetzt heute ist es stürmisch, grummelig, graupelig bei uns hier. So what? Wir haben Ende September. Das ist, denke ich mal, völlig in Ordnung. Und jetzt kommen wir zu dem Schätzchen, was ich gejagt habe. Und dazu muss ich sagen, wir haben einen TK Maxx bei uns. Und ich habe in diesem TK Maxx noch nie etwas gefunden, was mich angesprochen hat. Ständig finden Leute irgendwas bei TK Maxx, was total geil ist. Ich gehe zu TK Maxx und denke mir, das ist ja nur scheiße. Und das, was geil ist, ist angegrabbelt. Und die Pinselsets finde ich jetzt auch nicht so günstig. Und irgendwie bin ich nicht überzeugt von dem Konzept. Bis mir Lucy schrieb, Dude, die haben da Too Faced. Und zwar haben sie da die Cat Eyes Palette. Oh, hier, apropos Cat Eyes. Und ich so,
Und sie so, da sind noch 5 Stück. Wenn du morgen gleich hinfährst, könnte vielleicht noch eine da sein. Ich war zufällig gerade in der Stadt, hatte eigentlich was anderes zu tun, als dahin zu rennen. Aber dann habe ich das meiner Mutter erzählt und sie so, komm, renn hin. Kein Ding, so. Wir kriegen das schon hin. Ich hingerannt. Und dann waren da so 3 Mädels, die Englisch sprachen. Und die liefen immer vor mir durch die Gänge. Und ich habe die Palette nicht gefunden. Und ich dachte, Alter, wenn die drei jetzt alle drei eine nehmen und ich kriege keine mehr, dann. Er wird's böse. Und die liefen immer vor mir her und sabbelten und quatschten. Und ich habe gar nicht richtig zugehört, weil ich immer panischer wurde. Bis ich dann auf dem Aufsteller die entdeckt habe. Und es waren noch 2 da. Also, das war die vorletzte. Die war auch Gott sei Dank überhaupt nicht angekrabbelt, gar nichts. Entweder hat sich da keiner rangetraut oder es hat keinen interessiert oder keiner hat gerafft, was das ist. Das ist die Too-Faced Cat Eye Palette. So sieht die Umverpackung aus. Und ihr wisst, die Too-Faced Paletten, auch die kleinen, liegen immer so zwischen, also die, die ich mir gekauft habe, immer zwischen 50 und 60 Euro. Pi mal Daumen. Wenn man Glück hat, vielleicht 40. Aber die hier gibt es meiner Meinung nach auch gar nicht mehr. Und wenn, dann nicht zu dem Preis, denn ich habe diesen Preis bezahlt. 12,99. Alter Schwede. Ich habe der Kassiererin erstmal erzählt, ich sage, wissen Sie, was das ist und wissen Sie, was das eigentlich kostet? Und sie war völlig überfordert mit mir, natürlich. Ich war ja auch im Rausch. Ja, und zwar diese Palette enthält auch 3 Wet and Dry Cat Eye Eyeliners. So sieht das Schätzchen aus. Oh mein Gott, guckt euch bitte dieses wunderschöne Leo-Muster an. Wie immer die klassische Metallverpackung. Ta-ta-ta-ta. Wunderschön. Und das ist aufgeteilt in diese 3 Kategorien. Einmal für Daywear, also voll meine Daywear. Das ist so ein Beige-Ton, ein Goldton und ein Braunton. Das sind Pearl, Tiger's Eye und Leopard. Und das sind die Wet and Dry Shadows. Also diese 3 Farben kann man auch nass auftragen als Lidschatten. Dann haben wir Classic, das ist Meow, Pussycat und Jungle Love. Das ist mehr so eine violette Richtung. Ich liebe das. Und dann Fashion, das ist Kitten, Kitty Glitter und Panther. Ich bin total verliebt. Ich swatch euch jetzt mal aus jeder Kategorie. Also ich habe jetzt Pussycat, Leopard und Kitty Glitter. Kitty Glitter ist wirklich Glitzer, ne? Da seht ihr, das ist hier der Glitzerton, den sieht man jetzt auf der Hand nicht ganz so gut. Aber wunderschöne Too-Faced-Qualität. Wow. Jungle Love swatche ich euch auch noch. Das ist ja einer der Liner. So ein dunkler mit lila Glitzer. Für alle, die nochmal die Frage haben, wer der junge Mann hier auf meiner Hand ist, das ist Freddie Mercury. Das ist der Sänger von Queen, aber ohne Schnurrbart. Und das ist der Grund, warum den viele nicht erkennen. Ich mache ihn mal sauber, damit ihr ihn nochmal ordentlich sehen könnt. Weil Freddie Mercury hatte ja eigentlich sehr oft Schnurrbart, aber ich wollte gerne ein Foto von ihm ohne Schnurrbart haben. Und das Spezielle an dieser Tätowierung ist, dass mein Tätowierer das quasi falsch rum tätowieren musste. Also meine Hand lag so und er saß hier und musste das falsch rum tätowieren, weil ich wollte gerne, dass Freddy mich anguckt. Bei der Hand durfte er da wieder richtig rum tätowieren. Aber ja, genau. Und wo ich gerade dabei bin, vielen, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Feedback auf mein Lidschattenpalettenvideo. Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, oh, das ist viel zu lang und ich sabbel da eh noch Stuss und irgendwie, wer will das eigentlich sehen? Das hat man schon tausendmal gesehen, aber
weil ihr alle so euch so gefreut habt und es so schön fandet, werde ich demnächst versuchen, auf jeden Fall die Zeit zu finden, den nächsten Teil zu drehen. Ich hoffe, ich schaffe es am Wochenende. So, also da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für, weil das Video, das zweite, wird wahrscheinlich auch wieder sehr lang. Gut, genug dazu. Kommen wir wieder hierzu. Ich fange an mit Miau. Das ist dieser Beige-Ton hier. Der hat keinen Glitzer. Ja, Too Faced macht einfach schöne Lidschatten. Kann man nicht anders sagen. Ich habe ja von Too Faced nur Lidschatten. Es gibt da ja auch Blushes und Bronzer und alles. Aber die Lidschatten sind halt so meine Kategorie. Ne? Also das ist... mit wenig macht man mich so glücklich wie mit Lidschatten von Too Faced. Ich glaube, ich nehme mal Leopard als Crease Shade. Da sind Katzenhaare dran. Ja, also Pigmentierung gewohnt gut. Oha. War wieder ein bisschen zu gierig. Das ist ja auch das Tolle an den Too Faced Lidschatten. Die sind ja extrem ergiebig, ne? Ja, und heute gehe ich noch einkaufen, wie jeden Mittwoch. Und ich muss auf jeden Fall noch abwaschen. Das ist ein bisschen liegen geblieben. Und wenn ich gut bin, dann bringe ich auch noch den Müll raus. Und dann muss ich ja noch mein Mittagessen vorkochen für die Arbeit für die Woche. Also nicht für den Rest der Woche, also für Donnerstag, Freitag und Samstag. Das ist mein Tipp für alle, die berufstätig sind, nicht so viel Zeit haben und dann gerne auf Takeaway zurückgreifen, auf Takeaway-Essen. Kocht euch euer Essen, wenn es geht, vor und macht euch das auf der Arbeit warm. Dazu kann ich sehr empfehlen, Reisgerichte aller Art. Also ich mache ja am liebsten Putenfleisch, Reis, bisschen Gemüse. Aktuell ist es sehr gern Bambus mit ein bisschen Curry, ein paar Gewürzen. Und ja, ich esse jetzt schon relativ lange immer dasselbe und mein Stellvertreter macht sich da auch sehr gerne drüber lustig, aber ist mir egal. Schmeckt mir, hilft mir, macht mich satt, sehr lange satt, also ja, so what, ne? Ich mag das. Nur so als Tipp für alle, die manchmal so ein bisschen Probleme haben mit dem Essen auf der Arbeit, ich kenne das auch. Ich nehme einmal Pussycat, das ist der Lavendel-Flieder-Ton hier. Der ist sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. Wunderschön, wunderschön. Ach, sowas freut mich. Ach, sowas macht mich so glücklich. So Schnäppchen. Ich bin ja schon Jäger, aber eher LE-Jäger als Schnäppchenjäger. Sowas freut mich dann natürlich ungemein, ne? Und dann nehmen wir zu guter Letzt Kitty Glitter als Highlight im Innenwinkel. Der ist so ein bisschen bläulich. Der bröckelt ein bisschen.
Der will nicht so ganz. Ah, doch. Geil. So, und jetzt versuche ich das mal mit diesem Liner. Dann nehme ich mir mal diesen schmalen Pinsel hier und feuchte den ein bisschen an mit meinem Fixing Spray. So, und dann nehme ich Panther, das ist das Schwarz. Gott, ich habe ein bisschen Angst, ne? Ah, klappt ganz gut. Also da. Nein! Ich habe mir aufs Auge geditscht. Egal. Also so richtig dünn kriege ich das jetzt nicht hin, aber doch. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr gut. Und wo ich euch gerade mal so nah bei mir habe, streife ich den Pinsel jetzt mal ab. Oha, das ist gut ergiebig. Oder nehme ich vielleicht doch lieber einen anderen? Nee, jetzt. Jetzt geht's ab. Naja. Semi ab. Egal. Ich nehme jetzt nochmal den Jungle Love, das ist der lila, ne? Der da, hier mittig. Und den versuche ich mir mal unten noch ein bisschen hinzutun. Ja, ist jetzt nicht der perfekte Wing, ne? Ich sollte auch aufhören. Je mehr man macht, desto schlimmer wird es ja meistens. Ach komm, egal. Ich habe eh eine Brille auf. Also der sieht jetzt relativ schwarz aus, was vielleicht aber auch daran liegen könnte, dass da vorher schwarz dran war. Also da möchte ich Jungle Love ein bisschen in Schutz nehmen. Auf dem Pad sieht man das lila Glitzer. Oh. Sieht man das? Also ich sehe es auf jeden Fall. Das finde ich very, very interesting. Ist jetzt ein bisschen dunkler geworden, als ich wollte. Aber ist ja egal, ich habe ja frei. Ein bisschen Fallout haben wir. Aber nichts Schlimmes. Also so im
Im Spiegel sehe ich das Lila auch, also sehe ich auch den Unterschied. Aber die Softbox schluckt da halt gerne mal die Farben weg, ne? Die ist da manchmal ein bisschen gierig. Einmal Mascara. Ich trage ja selten Wing in letzter Zeit. Und jetzt gleich so einen dicken ist auch ein bisschen doll, ne? Aber wie sagt die liebe Nadine vom Kanal Mollawied immer so schön? Oh, schön, ich habe mich angedatscht. Ja, das sagt sie auch manchmal. Liebe Grüße an dieser Stelle, du süße Maus. Mit Mascara sieht alles immer gleich nochmal 10-mal besser aus. Und das denke ich mir allerdings auch. Das ist übrigens die Dramatic, mit der wurde ich ja auch angefixt. Vielen Dank. Nadine, du Anfixkönigin. Ah, so. Augen-Make-up ist fertig. Wo es mir gerade noch einfällt. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sind schon über 500 Leute. Wahnsinn. Herzlich willkommen an alle Neuen. Willkommen bei mir. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr mögt das. Fühlt euch frei zu kommentieren. Immer raus damit. Und ja, ich freue mich ganz doll. Also, und vielen Dank für eure ganzen lieben Kommentare. Ich freue mich immer. Ich habe leider nicht immer die Zeit, sofort zu antworten. Oder auch das Netz oder so. Oder irgendwelche anderen Sachen. Aber ich lese alles und ich versuche alles zu beantworten. Und danke euch ganz vom ganzen Herzen dafür. Danke, danke, danke. Jetzt kommen wir zu meinem neuen Schätzchen. Ich finde persönlich, dass er ein bisschen untergeht, weil er auf den ersten Blick denkt man, too much. Too much glitter. Aber die Elster in mir hat gesagt, haben, 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 haben. Und es geht um den Catrice Caviar Gouache Highlighter. Aktuelle LE. Der heißt Claire de Lune. Also Klarheit des Mondes. La Lune. Ja. Und wie ihr seht, es ist ein heller Highlighter. Leicht. Also das Drumherum ist Rosé und in der Mitte ist es so Champagnerfarben. Und wenn man das mischt, denkt man erst so, bam, too much, zu glitzerig, zu doll. Aber auf dem Gesicht kommt der ähnlich rüber wie der. Nur dass der hier ein bisschen wärmer ist vom Unterton. Also wenn ihr den mögt, müsst ihr den unbedingt kaufen. Der ist geil. Man denkt vielleicht erst, der ist ein bisschen zu glitzerig, der ist zu doll. Aber ich habe den gestern getragen und der hält sich gut. Der ist im Sonnenlicht ganz schön dezent, schimmernd. Schon, also was heißt dezent, aber er ist nicht so aufdringlich glitzerig, wie man vielleicht denken mag. Man muss ganz leicht reingehen, wirklich vorsichtig mit dem Gerät. Hört ihr den Sturm? Draußen ist Sturm. Ich glaube, ich muss mir einen Pullover anziehen, oder? Seht ihr, der ist wirklich... Der ist... Schön. Ich bin ganz verlauft. Auch wenn man vielleicht erst meint, der ist sehr glitzerig, aber das ist er gar nicht. Er ist schön. Wirklich, also gebt dem guten Jungen eine Chance. Der ist wirklich,
für jeden Mensch, der gerne Highlighter benutzt, würde ich fast mich aus dem Fenster lehnen und zu sagen, es ist ein Must-Have. Alternativ den Glow aus der Catrice Standardtheke, wenn ihr den nicht mehr kriegt oder eher das wärmer mögt. Aber ich finde den wunderschön. Ja, ganz, ganz, bum, 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 bum. Ganz große Liebe. Auch ganz große Liebe für dieses Schätzchen hier. Die Umverpackung behalte ich. Die sieht einfach nur super aus. Ich habe alle Umverpackungen behalten von den kleinen Paletten. Von den großen habe ich sie irgendwann mal im Aufräumen waren weggeschmissen. Aber die kleinen, das behalte ich. Ja, schön, schöne kleine Palette. Und momentan einer, momentan einer meiner Standardblushes ist der hier. Aus der Retrospective Retro Rosiness. Den kriegt ihr teilweise auch noch in etwas, also in den Filialen, die etwas hinterher sind, gibt es den noch. Wenn ihr eine Filiale habt, die ein bisschen später dran ist mit LEs, dann müsstet ihr den eigentlich kriegen. Und der ist einer meiner Go-Tos, also der geht immer, so wie der Pale Pink von H&M. Das ist auch so ein, kann man immer benutzen, Blush. So wie der auch. Man kann sich damit overblushen, aber da muss man sehr zentriert rühren, weil der ja diese drei wunderschönen Farbringe hat. Ganz große Liebe heute, ganz große Liebe. Bisschen Fixing Spray. So, und was für die Lippe? Was für die Lippe? Heute mal dezent auf der Lippe, den kennt ihr ja schon. Das ist der Golden Spirit aus der Sound of Silence, genau. Dieser rosane mit dem goldenen Kern. Ich gönne meinen Lippen heute einen Ruhetag. Von all den NYX-Herausforderungen. Ich will mir definitiv auch noch mehr Farben kaufen. Also Vintage sieht sehr geil aus. Cherry irgendwas sieht sehr geil aus. Cookies and Tea, glaube ich, so ein Pinkton, der sieht auch gut aus. Aber ich mag ja von der Formulierung her lieber die Full Throttle Lipsticks als die Liquid Suede. Aber die Liquid Lingerie Lipsticks, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Muss ich auch noch machen. Ansonsten hole ich mir von dem noch ein paar Farben. Auch super schön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr haltet die Ohren steif. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht ärgern. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Ich schicke euch 1000 Küsse. Und wenn ihr Fragen oder Wünsche habt oder irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und lasst euch nicht ärgern, ne? Wir sehen uns. Ciao!